mal, die hat ja eine nackte Titte, die Sirene. Meine Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von God of War Remastered. Ja, wir haben beim letzten Mal eine recht kurze Folge gehabt und sind jetzt beim Feuer des Olymp. Ich bin hier in diesem Optionenbildschirm und will mal eben gucken, ob ich noch Verbesserungen machen kann. Gegenstände. Finden Sie 3 Gorgonenaugen. Sammeln Sie diesen Gegenstand. Noch nicht gefunden. Goldenes Vlies. Aha. Habe ich das gefunden jetzt oder was? Ja, doch. Klinge des Olymp. Ah ja, okay. Nee, ich wollte trotzdem nochmal da rein, weil ich gucken wollte, ob ich eine Klinge... Aber hier brauche ich 8000 Orbs, um die zu verbessern. Bogen ist auf Maximum. Die Hades-Klauen, dafür bräuchte ich 6000 Punkte. Ja, dann machen wir das mal. Ich verbessere die mal eben. Wusch. Ih, der Kopf, da war gerade eklig. Unendlicher Schmerz in der Luft. So. Die kann ich ja wechseln. Wie kann ich die nochmal wechseln? Ah, so. Wow, alles klar. Okay, der ist nicht schlecht, der Move, ne? So, wie sieht's aus? Ja, das muss ich alles haben. So wie das aussieht. Ich muss vor allen Dingen meine Gesundheit wieder aufstocken, die ich da bei den Riesen da draußen eben gut verloren habe. Ja, was ist denn jetzt? Ich bin völlig unbeeindruckt hier, weil ich völlig an einer anderen Stelle stehe. Alles klar, das können wir aufmachen. Ich laufe jetzt aber noch einmal rum. Die Bilder sind mega geil. Hä? Bin ich jetzt dahergekommen oder was? Nö, ne? Der hat ja die Tür zugemacht. Naja, wir werden es sehen. Ich sammle das erstmal alles schön ein. Das ist natürlich fein, dass es das gibt. Hier ist ja die Kette. Natürlich war ich hier schon mal. Ne, reinkommen bin ich irgendwo hier, ne? Ja, fliegen kann man noch nicht. Ich meine, ja genau, hier bin ich reingekommen. So. Ja, dann gucken wir jetzt mal eben. Hier ist auch die Kette. Hier ist irgendwie immer ein Feuer davor. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal hier. Ah, okay, diese Tür ist verschlossen. Das heißt, uns bleibt dieser Gang. Warte mal, ich muss mal eben in die Ecke. Nee. Geil, ne, der Boden, wie der sich schön spiegelt. Wow. Oh, eine Geistererscheinung. Die sieht gerade genauso aus wie diese Geistererscheinung bei The Witcher. Ah, okay, dann machen wir die sichtbar mit. Boah, das ist so heftig, ne? Was? Kriege ich die denn noch platt oder nicht? Ah. Ah, guck mal hier. Ja, immer ran auf den Boden. Aber die ist noch nicht platt. Oh,
Ja, jetzt aber. Sirenenrückentrauma. Magie-Orbs. Ach, das sind Sirenen. Guck mal, die hat ja eine nackte Titte, die Sirene. Okay, aber die sind nicht ohne. Das ist auch wieder mega hier, ne? Das ist wieder mega. So, fein. Okay, wo sind wir jetzt? Müssen wir gleich mal gucken. Hm. Farb! Oh, nicht schlecht. Geil, in der Mitte sind die PlayStation-Tasten abgebildet da. Sehr geil, ey. Schön. Was für eine coole Halle. Also die roten Orbs hole ich mir sofort. Komm. Aufmachen. Das gucken wir uns gleich an hier. Und die grünen Orbs, das wäre was für die Gesundheit. Ist die Frage, ob ich das brauche. Ja, brauche ich auch. Okay, dann nehmen wir die auf. So. Jetzt muss ich mal wissen, was das hier ist. Ah, hier. Wenn das Schwert ausgerichtet ist, folgen die Töne und die Musen weisen den Weg. Okay. Aber das Schwert ist noch nicht ausgerichtet. Das Schwert ist nicht richtig ausgerichtet. Okay. Ach du liebe Güte. Naja gut, dann schauen wir mal, ob ich irgendwelche Hints hier bekomme. Ah, hier war noch eine Kiste. Eine rote. Zack. Okay, dann werden wir mal darüber fliegen. Und wer sagt mir jetzt, wann das Schwert ausgerichtet ist? Das kann mir ja gar keiner sagen, oder? Gab es dafür auch irgendeinen Hint, den ich nicht gesehen habe? Ach, da unten, okay. Da können wir das jetzt sehen. Nee. Das sieht nicht richtig aus. Nee. Komm. Ach, das geht nur bis da. Ja, aber das ist falsch. Komm, nochmal. Also geht's nur, kann's nur das sein. Aha. Und hier? Du liebe Güte, das muss ich mir erst angucken. Ne, das kann es ja nicht sein. Das sind vier Blöcke. Ja, und da kann es ja sich nur noch um die Spitze handeln, hier hinten eigentlich. Nämlich genau so, ja. Wunderbar, das scheint richtig zu sein. Okay. Naja gut, dann wollen wir mal da runtergehen und ein bisschen Musik machen, ne? Jetzt blinkt das auch schön. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt da runterkommen. Aua. Ja, doch, komm. Was war das denn? Okay, nochmal.
Ach du Scheiße, das habe ich ja noch nie erlebt. Was ist los? Zwei Tasten gleichzeitig? Ach komm, ey. Bin ja nicht bei Guitar Hero hier, ey. Pff. Ha, wie fies. Also ich weiß mittlerweile, wo die Tasten sind hier auf dem Pad. Aber das ist gemein. Scheiße. Das ist unten und links. Verdammte Kacke. Ja. Wenn es mal wieder länger dauert, ey. Bin wieder schön rumfluchen hier. Jawohl. Geschafft. Yeah. Ich habe mein Pad im Griff hier. Okay. Das Feuer des Olymp ist jetzt eingemottet hier in so einem Rohr. Das kommt bestimmt da oben raus dann jetzt, wa? Das sind also die Moosen. Mhm. Und ist das jetzt weniger gefährlich? Wie geil, ey. Ziehe ich natürlich direkt mal an dem Hebel rum, ne? Cool, da kann ich ja nach unten fahren. Ja. Bin ich bestimmt nicht alleine jetzt gleich mehr. Kann ich mir nicht vorstellen, so wie ich das hier kenne. Ach komm. Okay, wie kriege ich euch denn platt? Ach, auch das noch, ey. Gut, dann mal kümmern wir uns erstmal hier um die Medusa. Ziehen wir mal ordentlich an den Haken. Skrupellose Treffer. Guck mal, jetzt gehen die auch kaputt. Das ist ja schön. Okay, kann ich raus jetzt hier? Ja, ne? Nee. Gut, ich kümmere mich um die hier. Ja, komm. Na, lass mal deine Haare ziehen. Wie werden die hier verwundbar? Das ist echt interessant. So. Ah, jetzt geht weiter. Ja gut, ich meine, wenn man nicht an das Feuer des Olymp kommt, ohne irgendwelche Opfer zu bringen, dann ist mir auch klar, ne? So. Herzlich willkommen im Paradies. Ja, genau. Da hinten habe ich mir die Bilder irgendwann mal angeguckt. So, jetzt geht's also für uns die Treppe rauf. Bis zu diesem Hebel. Genau, hier habe ich mir die Bilder angeguckt. Gut. Dann bin ich echt mal gespannt, ne? Das Feuer des Olymps. Ob wir da so entspannt rankommen. Wir versuchen das einfach. Sieht geil aus, echt. Alles dreht sich. Aha. Okay, jetzt ist die Kette da frei.
Alles klar. Das Feuer wird noch nicht freigegeben. Weil ich erst noch was anderes zu tun habe. Genau, hüpf mit dem Bogen da durch die Gegend. Da treffe ich bestimmt gleich noch jemanden, wa? Ach, die schon wieder, diese Erscheinungen hier, wa? Weil das sind keine Erscheinungen, das ist nochmal was anderes. Ach, die Viecher, ja, ja. Die so, genau, die einfach weggegangen sind. Ja, komm raus da. Ist ja nicht zu fassen. Versteckt sich hier immer, ne? Ganz fies. Okay, da haben wir noch einen davon. Komm raus da und sei nicht so feige. Wie kriege ich denn nochmal diesen Griff dahin? Ah, alles klar. Muss aber mal irgendwie zu vernichten sein. Unglaublich. Komm raus da! Unglaublich, echt, der versteckt sich hier ständig. Jawohl. Das ist hartnäckig. Der eine war echt ganz gut zu meistern, aber der ist echt hartnäckig gewesen. Wow, das sieht auch wieder mega geil aus. Hier sind diese Schnecke, die wir jetzt hier runterlaufen. Haben wir da irgendwie was für, nee, das wollte ich gar nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat doch hier geblunken. Und da ist doch wieder geil eine Kiste mit einem Gorgonenauge. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, ein Speicherpunkt. Alles klar. Dann muss ich mal gerade gucken. Ich habe echt vor einer Woche das letzte Mal gezockt, ne? Ich meine, ihr könnt das ja nicht sehen. Ich sage das jedes Mal, ich weiß. So, jetzt hat er schön gespeichert. Und das heißt für uns hier, dass wir einen Cut setzen. Genau, meine Lieben. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Feuer des Olymp. Ob wir das da befreien können oder nicht, werden wir sehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch jetzt erstmal einen geilen Tag, einen super Morgen, einen tollen Abend, was auch immer. Was ihr tut, genießt das. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Und sag bis dahin. Ciao, ihr Lieben!